Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jawohl. Wir gehen nochmal rein. Oh, jetzt kriege ich gerade eine ganz vorbei Nachricht. Wir gehen nochmal kurz rein hier in die Champions League. Da fehlt mir nicht mehr viel zu den hier, zu den Wolfgang Splittern. Aber ich wollte nochmal kurz in die Spielerkiste, denn da habe ich wieder ein Pack. Sehr nice. Ich würde sagen, ich hole mir nochmal das eine hier. Vielleicht kriegen wir einen Spieler. Nein, wir kriegen Erfahrung. XP. Okay, kann ich jetzt eigentlich nicht so viel mit anfangen. Kurz, ich würde ja gerne einen Mbappé erstmal trainieren. Aber ich kann den nur um eine Guestbewertung trainieren. Ich würde sagen, wir spielen nochmal ein Liga-Turnier. An alle, die auch in meiner Liga sind, ich werde es jetzt nochmal härter durchsetzen, weil wenn man halt nicht spielt, dann fliegt man halt. Also so die alte Regel, wenn man dreimal hintereinander nicht spielt, fliegt man und das müssen wir jetzt mal wirklich gewinnen. Dieses Turnier, das müssten wir gewinnen. Wir haben, glaube ich, jetzt zwei hintereinander verloren. Ihr könnt auch noch gerne in die Liga sind, jetzt wieder ein paar Plätze, weil wieder ein paar rausgeflogen sind. Ihr könnt gerne kommen, ab 87 könnt ihr euch bewerben. Wie gesagt, bitte immer aktiv spielen, weil ich will eigentlich viel Liga-Turniere gewinnen, auch für die ganzen Liga-Mitglieder, halt für alle, damit halt die Vorteile da sind und damit unsere Liga vielleicht ein bisschen, groß wird, sage ich mal. Also die ist nicht so groß, aber halt mit dabei spielt und nicht hinterherhängt. Genau, wollte ich mal kurz gesagt haben. Das ist jetzt so meine erste richtige Liga im FM-Teil. Gut, ich hatte jetzt in FM20 nochmal die Liga eröffnet, aber da ging es ja nicht so lange, da haben wir ja nur gewonnen. Aber da ging es nicht so lange jetzt, aber sind wir ja mit am Anfang dabei. Und da würde mich halt schon freuen, wenn halt auch alle mitspielen. Oh, schade, nur Felix. Genau. Ich weiß nicht, ob wenn ihr das FIFA Mobile Video seht, ist auch schon ein neues Ultimate Team Video rausgekommen. Mal gucken, wenn ich es hochlade. Auch mal wieder ein Ultimate Team Video nach langer Zeit. Kommt Süle. Und Leute, ich weiß nicht, welche Icon ich mir holen soll. Aber auch generell so das Event mit den Icons und so. Ich weiß ja nicht. Das mit den ganzen SBCs ist mir halt ein bisschen zu viel. Wir können ja gleich mal reinschnückern. Ins Event. Oh, der geht vorbei. So, 8-0. Ich bin Stürmer für Joao Felix vielleicht. Ein Schweinsteiger für konnte man auch mal machen. Mal gucken. Stürmer werde ich zuerst mal gucken, weil Icons linken ja zu jedem. Das ist sehr geil. Goretzka, was machst du denn? Schieß ihn doch rein. Junge. Tolisso, jawohl. Gucken, vielleicht schaffen wir noch 15 Tore, wird schwer. Ich habe auch ein bisschen liegen gelassen. Also nicht so viel die Chancen genutzt. Komm, Tolisso. Schade, Marmelade. So, auf Felix, heb ihn rüber. Komm, mach ihn, jawohl. 13, 14. Okay, ja, könnten wir noch schaffen. Ja, okay, der muss rein. Leon Goretzka, jawohl, 15-0. Und noch eine Chance, jawohl. Abseits, oder? Gerade noch so, aber. Ja, natürlich so hebt ihn schon bei 15-0. Okay. Ist okay, ein gutes Ergebnis. So, mal kurz gucken ins Icons Event. Ich habe da ehrlicherweise kaum gespielt. Wir können ja mal hier kurz die Skillspiele machen. Ihr seht, ich habe es noch nicht einmal hier gemacht. Also, das mit den Franzosen, ich sage euch ehrlich, gar keinen Bock. Hallo? Ja moin, ich kann nichts mehr machen oder was? Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder drin. Komisch, ist einfach aufgehangen. Es gab ja hier den Bug am Anfang. Wo man es ja unendlich spielen konnte. Und richtig viele hatten Paranoia, dass man gebannt wird.
Aber dadurch wird man hundertprozentig nicht gebannt, weil das ein Fehler von EA ist und ja, nicht von uns. Also da hatten ja schon ziemlich viele Angst gehabt, dass jetzt der Account weg ist und so, aber ich kann euch auch jetzt nochmal beruhigen, wenn es nochmal passiert, durch so einen Fehler wird man nicht gebannt, weil das EA schuld ist. Und warum sollte EA jemanden bestrafen, obwohl es deren Schuld ist halt, das macht keinen Sinn. Da würden die ihre eigenen Community wehtun. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Wollte ich mal kurz ansprechen, weil es halt ja, rumkursiert ist. Nach diesem Bug, als das Event rausgekommen ist. Ich habe ihn jetzt nicht ausgenutzt. Ja gut, ich war zu faul, da jetzt reinzugehen, aber es juckt mich am Ende jetzt auch nicht so groß. Sei es ihnen gegönnt, die es ausgenutzt haben. Ja, aber mir war das am Ende ein bisschen egal. Keine Ahnung, ich habe das Icons-Event gesehen und habe schon direkt gesagt, dass das kacke mit dem SBCs und so. Von daher war mir dieser Bug dann eigentlich auch relativ egal. Genau. So, Mbappé. Kurz gucken. Beim Team of the Week. Mal gucken. Erstmal gucke ich hier. Also ich würde ja gerne, wie gesagt, Stürmer. Stürmer hier, wie gesagt, ich würde jeden Stürmer mitnehmen. Wäre mir eigentlich egal. Ein Drogba wäre, oh, Drogba wäre geil, ja. Aber ich wollte nochmal kurz gucken. Und zwar hier bei Team of the Week ist ja auch eine SBC. Und wenn ich jetzt hier die starte, 100 SBC-Punkte. Mal, wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier... Kann ich zwei? Ah, schade. Ich habe Watkins richtig oft. Ich meine, die bringen ja hier sowieso nichts. Habe ich noch ein Team of the Week? Mal gucken. Ah, hier aber... Spieler mit 80 plus. Müssen die alle 80 plus haben, oder was? Da gucken wir nochmal kurz. Ich muss kurz was nachgucken. Das würde ich jetzt gerne einmal machen, weil da kriegt man ein geiles SBC-Pack. Geiles Pack. Machen wir mal kurz hier Programm. Team of the Week. 80 plus, ja, vielleicht für, keine Ahnung, 200.000. Gibt's da was? Nein, schade. Als ob die so viel kosten. 500.000? Okay, hier. Hole ich mir einfach mal kurz. Braucht man nur ein 80-Plus-Spieler? Weil da steht ja gar nicht. Oder müssen alle 80-Plus-Spieler haben? Hier, komm. Einfach mal kurz zum Testen. Scheiß drauf einfach. Kurz gucken. Spieler mit 80 plus. Ja, okay, da müssen wohl alle 80 plus haben. Ist mir jetzt egal, Jungs. Ich baller das einfach mal kurz jetzt hier raus. Das ist mir scheißegal. Ich will mir nicht unbedingt das Pack öffnen. Oh, in Hoffnung, dass ich da was Geiles bekomme. So, und Watkins. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Münzen raus, Ballerei und Erfahrung, aber ich hoffe einfach, dass ich dann einen geilen Spieler dazu bekomme. Obwohl, jetzt kann ich keinen Spieler mehr kaufen, ne? Ah, okay, das ist blöd. Ja, mir fehlt eine Guess. Mir fehlt ein Guess. Das kannst du nicht. Ja, hört auf. Nein. Scheiße. Mir fehlt ein. Vier Nationen. Ah. EA, das ist nicht euer Ernst, ne? Kann ich vielleicht ein... Wie mache ich das denn jetzt?
Engländer. Ein Engländer bei West Ham United. Das ist doch West Ham United, oder? Ach Mann, ich will das Pack unbedingt öffnen. Jungs, tut mir leid. Wird jetzt wahrscheinlich eine längere Folge. Was ist das denn hier? Aston Villa, ein Engländer. Gibt's da was? Aston Villa. Engländer. Team. Aston Villa. Wo sind die? Ah, hier oben. Nein, das ist Burnley, hier. 80 plus. Als ob's... Och, kacke. Ey, das ist nicht euer Ernst, EA. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen, oder was? Och, kacke. Mir fehlt ein Guess. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ach, scheiße. Ach, belastend. Schade. Schade, Marmelade. Ich hätte gerne hier es mitgenommen. Mal kurz gucken. Also wenn ich... Neapel und Engländer. Gibt's da jemanden? Neapel. Aber nur hier. Hier, wenn ich mir den einfach hole, für, als ob der so viel, wenn er jetzt so viel kostet, ich habe ja so viel gar nicht mehr. Ja, ey, das ist zum Kotzen, Alter, das ist wirklich zum Kotzen. Ja, Jungs, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Video. Wenn es gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Ich mache es einfach beim nächsten Mal, gucke ich nochmal und ja, ich würde sagen, ich bin raus, haut rein und ciao.